Ja, der Mitgliedsrekord wird von keiner Gesinnung gehalten als von dieser Felicita Krause aus dem Jahr 2015. Das ist die 6:15:52 gelaufen, 3 Minuten langsamer, also 9:15 ist die zu Beginn der Saison gelaufen, hat damals einen neuen deutschen Rekord aufgestellt bei der Diamond League. Also, Krause hält den Mitgliedsrekord und wir wollen mal schauen, was die Mädels hier mit Fabian Stumpf an der Spitze abliefern können. Die 5. der EM schon vor Jana Sussmann. Und da ist sie wirklich dabei. Fabian Anrein. Also, da bin ich ja wirklich mal gespannt. Wir schauen auf die Position hier. Fabian Anrein, die junge Dame von der MTG Mannheim. Letztes Jahr bei der Cross-EM dabei. Die beste deutsche Teilnehmerin auf Platz 20. Zweite der Cross-Meisterschaft in diesem Jahr hinter Alina Rehn. Und im Halbmarathon letzte Woche in Mainz 1:13:11 gelaufen. Und damit das noch ein bisschen nachgeweitet wird, heute das erste Mal aus meiner Sicht über den 2-Hindernis. Und wir haben schon am Wassergraben gesehen, das ist natürlich genügend. Die Dame an vierter Stelle. Davor Ronja Bürger, auch eine gestandene Hindernisläuferin seit der Jugend, jetzt im zweiten Frauenjahr. Davor Jana Siegmann, 9:41. So, ihr dürft natürlich hier wieder anfeuern auf der Tribüne bei diesem Wasserlauf, nicht nur vom Wassergraben, sondern auch so. Fabian Schulz, Jana Sussmann, Ronja Bürger, Fabian Amrein, dann mit der 5-6-4 dahinter Chiara Scherer. Und natürlich, auch eins ganz klar, es geht hier auch um die baden-württembergische Meisterschaft mit dabei. Antje Alt, Johanna Flacke und Lille Hering, die kämpfen um den Titel baden-württembergische Meisterin zu werden. Auch U20-Athleten sind mit dabei, für die ja der Höhepunkt in diesem Jahr unter anderem die U20-Europameisterschaft Prosecco, zum Beispiel sehe ich da auf der So, ihr seid hier dran hier. Die Mädels kommen in Richtung 1000 Meter Marke. Fabian Schlumpf, gut unterwegs, auch Jana Sussmann. Und das sieht ganz gut aus. Nach den ersten 1000 Metern in Richtung einer Zeit vielleicht um die 6 Minuten und 20. Der sechste Platz in den Top 6 hier in die 1627. Wasserüberquerung gelingt bei den ersten dreien. Fabian Anrein natürlich als Läuferin mehr für die anderen Strecken noch ein bisschen die Höhung zu dürfen am Wassergraben. So, da kommen alle anderen und dann kommen wir aber durch den Kopf ab. Ein schnelles Rennen, Fabian Stumpf, die letzten 2 Runden. Und Jana Sussmann, die sich in diesem Jahr vielleicht auch mal in Trauer wünschen. Sie bietet auf 40 vor, Sauschka. 9:39. Und das ist ja nur 2 Sekunden entfernt von ihrer Zeit aus dem letzten Jahr. Die Dame hier an zweiter Stelle mit der 9:41, die sie da gelaufen ist. Mit ihrem letzten Jahr 2011. Also die Weiche der 23. Europameisterschaft war Jana Sussmann. Hier an zweiter Stelle immer noch mit Blickkontakt zu Fabian Schlumpf, da ist noch einiges drin. Und mutiger Lauf auch von Ronja Bürger, SPD aus Leipzig. Dann mit der 176. Bild, der den führt in der baden-württembergischen Meisterschaft jetzt. Und insgesamt auf Position 4, da haben sie Fabian Schlumpf. Wir schauen auf die Spitzengruppe. Fabian Schlumpf, Jana Sussmann, der Abstand wird größer. Das heißt, Jana Sussmann hat auch noch eine Chance, die
in die nächste Runde. Fabian Schumpf, ausgefallen von Kiki Hüstler, Diana Hüstler, 508, 507. Also, auf jeden Fall eine Zeit in den Top 6 ist für die beiden Menschen. Und da kommt sie auf den letzten 300 Metern, Fabian Schlumpf, Jana Schüssmann. Kommt sie nochmal ran? Das ist die Frage jetzt. Aufkommen, Jana. 15 Meter Abstand. Ah, ja, Jana, gib nochmal zu hier auf den letzten Metern. Ronja Dürer und dahinter die Sibylle Hering, Region Karlsruhe. Mit der 164 Jahre Schwerer aus der Schweiz. Also, die Ehre für die Frauen-Rückwärtige Meisterschaft gewinnt, dass sie da, wenn sie jetzt den Gefangenen-Kampf aber das ist nicht, dass er nur sieben ist. Und war nicht so, für die Mitwände hier gewinnen. Und gar nicht so weit weg vom Mietenrekord, der bei 6:15 steht. Fabian Schlumpf gewinnt in 6 Minuten 20, 31. Und die Zuschauer, das ist Platz 3 in der letzten Saison. Wir haben vor Jana Schumann, dann Ronja Böhmer. Und dann kommen die alle anderen noch. In Richtung Ziel. 6:44 haben wir jetzt die Zeit. Läuft da weiter. Und die Siegerin hat sich bereits bei den Rückkehrmeisterschaften hier mit ausgetragen. Hier in die Region Karlsruhe. Und da hat sich immer noch gut drauf, hier gut geschickt vorgegeben. 2000 Meter hinter den beiden Frauen mit einer Siegerin Fabian Schlumpf. Dritter Platz der Kampfplatzierung zu Hindernis und Jana Hüttmann ebenfalls mit der Kooperation auf diesem Kopf. Jetzt mit dabei und die Tausend. Und ich rufe nochmal auf den Gewinner. Eine Einkommensurteil.